Hallo, wir sind dieser Genetik. Ihr seht jetzt hier das Interview von uns auf 16 Bars TV und hört endlich auf, unsere Ohrläppchen zu vergleichen oder unsere Zähne. Wir sind nicht eine Person. Ich bin ein Lügner, jeder Satz ist gelogen. Jeder meiner Fans ist im Knast und auf Drogen. Mein Album hab ich einem anderen gestohlen. Mal unter uns, ehrlich gesagt, geht es mir nur um die Kohle. Ich chill meistens oben ohne, ansonsten mit der Kevlar. Rolex links, Rolex rechts, wie ein Gangster. Ich hab 1er Abi, ich hab keine Mami. Dafür 100 Gramm Koks im Arsch, 1er Quali. Ich bin Grasticker, ich bin Schwarzlegger. Ich bin so fixer, dass mir nicht mal meine Mom twittert. 16 Bars TV, heute mit Genetik bei minus 80 Grad in einer schönen Lagerhalle. Ja. Geht's euch gut? Ja, aber das ist das erste und letzte 16 Bars Interview, definitiv. Sorry, Jungs, aber... Und Mädels. Und Mädels. Ich würde sagen, wir machen einfach die Challenge, wer von uns hier heute am längsten durchhält, hält beim Interview. Wem es zu kalt wird, der bricht ab und der ist dann der Loser des Tages, okay? Ja. Ja, okay. Bevor wir einfrieren, fangen wir direkt an. Ich glaube, wir müssen zuallererst mal so ein bisschen klarstellen, wer Genetik eigentlich ist. Ich glaube, viele Leute gehen davon aus, dass du, Genetik, eine Einzelperson sozusagen bist. Das ist aber gar nicht der Fall. Deswegen würde ich sagen, stell du dich doch mal vor. Ja, also ich bin Caruso, das Sprachrohr von Genetik sozusagen. Und Genetik ist eine Crew. Wir sind eine Band im klassischen Sinne fast schon. Also ich rappe Caruso und Sick produziert. Und ja, wir sind zu zweit, definitiv. Zwei-Mann-Armee, Two-Man-Show, zwei. Nicht einer, zwei. Du bist der Produzent, sprichst du auch oder eher nicht? Ja, eher nicht, manchmal. Der hat so viel nicht zu sagen hier in der... Ja. Habt ihr das denn mitbekommen, dass viele Leute, ich habe gesehen, selbst auf eurer Facebook-Seite, Fans sprechen euch mit du an. Also du, Genetik, ist das ein bisschen komisch dann manchmal? Ja, ich meine... Die werden da schon noch früher oder später das alle mitkriegen. Ist jetzt kein Drama. Aber ich denke, wir tun alles dafür, um nach außen hin zu transportieren, wie es ist. Und wir sind nun mal zu zweit. Und da werdet ihr alle wohl mit klarkommen müssen. Ist leider so. Dann lass uns doch mal da anfangen, wo ihr zwei euch kennengelernt habt, wo die Geschichte von Genetik begonnen habt. Kennt ihr euch nur aus dem musikalischen Bereich oder wart ihr schon in der Schule Freunde? Wie seid ihr zusammengekommen? Wir waren zusammen in der Schule, da waren wir aber keine Freunde, sondern wir haben eigentlich eher, also er hat mich schon mal ausgelacht früher. Und ich habe ihn auch immer ein bisschen ausgelacht. Also da waren wir noch keine Freunde. Und irgendwann später sind wir dann so über weitere, ja, wir sind immer noch keine Freunde, da hat Siko schon recht. Aber ich meine, die Karriere ist halt irgendwie für beide doch wichtig. Also wir sind irgendwie sitzen im gleichen Boot halt. Und ja, dann danach ging es irgendwie hin und her. Das lässt sich irgendwie gar nicht so richtig rekonstruieren. Wir haben uns auf irgendeiner Hausparty, die dann so im Alter von 16, 17 dann irgendwie immer gestürmt werden. Da ist Party, lass mal hingehen und so. Haben wir uns dann getroffen und... Er war ziemlich strack und meint irgendwie, wir sollen anfangen zu rappen. Und dann haben wir angefangen zu rappen, ja. Also relativ unspektakulär. Und seit wann gibt es genau Genetik? Also wann kam der Name? Wann war klar, dass ihr beide jetzt zusammenarbeiten wollt und ihr ein Team seid? Ja, boah, so als wir, also wir waren zwischendurch, gab es immer verschiedene Konstellationen, in denen wir Musik gemacht haben. Wir haben mal beide gerappt zwischendurch oder so, da habe ich eben die Texte geschrieben und wir haben so getan, als ob ich produzieren würde. Aber das war nichts irgendwie, da war ein ziemlich schlechter Rapper und ich war ein noch schlechterer Produzent. Und dann hat sich irgendwie schnell rauskristallisiert, wer, wo die Talente liegen und so. Und dann, ja, diese Konstellationen haben sich ständig verändert. Also kamen Leute dazu, gingen Leute weg und wir sind irgendwie immer geblieben als Kern. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, gut, wir machen jetzt das zu zweit in dieser Konstellation, Produzent, Rapper, und also als Band. Und Genetik ist dann so entstanden, ich würde sagen, so ein Jahr vor Fötus vielleicht. Fötus kam Oktober 2010, aber sind wir damit rausgegangen, glaube ich. Und... ja, so kurz davor haben wir uns halt irgendwie gesagt, okay, gut, wir müssen jetzt das als, wir müssen ein Produkt darstellen sozusagen, irgendwie nach außen in uns transportieren, was uns ausdrückt und dann, ja, ist das alles so ein bisschen gewachsen. Man findet ja auf jeden Fall noch nicht so viele Informationen über euch im Internet und ihr habt auch mal in einem Song gesagt, dass ihr nicht so gerne Privates von euch preisgeben wollt, aber ich probiere es einfach mal trotzdem. Ihr kommt ja beide aus dem Saarland, seid ihr dort auch wirklich aufgewachsen, geboren oder seid ihr da irgendwann hingezogen? Also ich bin irgendwann mit 3 Jahren da hingezogen, Siko ist glaube ich da geboren, ne, so in dem Affenstall. Das heißt, sieht man da so aus, wenn man geboren wird? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Nee, Quatsch, natürlich. Meine Mutter ist dran schuld, ja, dass ich so aussehe. Ja. Die sieht auch so aus. Ja. Sein Vater ist eigentlich ganz anständig, aber man sieht ja, wenn man irgendwie den falschen Paarungspartner aussucht. Passiert, das ist die Genetik. Das ist die Genetik, genau. Ja, und das heißt übrigens nicht Saarland, sondern wir sind aus Saarbrücken, nennt man das bei uns.
Saarbrücken. Saarbrücken. Nicht Saarbrücken. Saarbrücken. Saarbrücken, ja. Okay. Okay. Ja, und ja, worauf wolltest du hinaus mit deiner Frage? Ich wollte darauf hinaus, du bist dort hingezogen. Woher kommst du? Ja, ich bin geboren in Kassel. Mein Vater ist Sizilianer, meine Mama ist Deutsche. Und ich bin also ein Mischling, ein Mischblut. Und ja, das heißt, also aufgewachsen sind wir so ein bisschen überall. Ne? Also wir sind Saarbrücken, Saarbrücken ist direkt an der französischen Grenze. Und wir waren beide auf einer deutsch-französischen Schule. Und natürlich immer viel nach Sizilien und also überhaupt Italien und viel nach Frankreich, Paris, wo wir viele Freunde haben und so. Also aufgewachsen, ein bisschen überall. Wir sind versuchen rumzukommen und was zu sehen von der Welt, soweit das geht irgendwie. Viele Künstler berichten ja immer davon, dass die Gegend, aus der sie kommen, sie auch musikalisch geprägt hat. Wie ist es bei euch? Saarbrücken und die Pariser... Saarbrücken, die Pariser Vorstädte, Sizilien. Wie hat das irgendwie alles, oder gibt es da überhaupt irgendeinen Einfluss, der sich in eurer Musik jetzt hörbar macht? Ja, so französischer Rap vielleicht auf jeden Fall, natürlich amerikanischer Rap, das ist einfach, ich glaube, da wird kein Deutschrapper dir eine andere Antwort geben auf diese Frage. Das ist einfach so, das sind die zwei großen Märkte irgendwie, die das beeinflussen, bei uns die Nähe zu Frankreich und dass wir die Texte verstehen natürlich und so, das ist noch ein bisschen mehr da, also vielleicht ein bisschen französischer Rap, aber ich meine, Internet macht alles möglich. Ich glaube, diese Einflüsse, dass man so aus einer Gegend jetzt kommt und so, aus diesem Stadtteil und so, das verschwimmt alles so ein bisschen. Also da, ich meine, da kann jeder sich die Inspiration von überall holen und kriegt alles von überall. Und also jetzt, dass Saarbrücken uns so direkt geprägt hätte, glaube ich nicht. Höchstens halt durch die Nähe zu Frankreich auf jeden Fall. Ich hab 1er Abi, ich hab keine Mami. Dafür 100 Gramm Koks im Arsch, 1er Quali. Ich bin Grasticker, ich bin Schwarzenegger. Ich bin so ein Wichser, dass mir nicht mal meine Mom twittert. Ich sprech 7 Sprachen, denn ich hab viel zu sagen. Zum Beispiel, weiß nicht gerade. Ich date Playmates, ich wurde angeschossen von den Hells Angels und wurde gesigned bei Selfmade. Und es ist wahr, ich bin der beste weiße Rapper. Gäb's nicht diesen miesen Marshall Mathers. Lass uns mal über eure Aufmachung, nenne ich sie jetzt mal, sprechen. Also es ist ja schon irgendwie ein Stilmittel. Habt ihr das bewusst gewählt, um halt euch künstlerisch auszudrücken, oder ging es auch von Anfang an darum, so ein bisschen eure Privatsphäre zu schützen? Ne, das war rein zufällig. Du bist eines Morgens so aufgewacht? Ich bin eines Morgens so aufgewacht, richtig. Und der da sieht halt einfach immer so aus. Da lässt sich nichts dran machen. Das heißt, wir werden eure wahren Gesichter auch niemals zu Gesicht bekommen? Ja, also das ist jetzt kein Dogma. Das ist jetzt so, und wenn wir irgendwann vielleicht keinen Bock mehr drauf haben, haben wir vielleicht irgendwann keinen Bock mehr drauf und dann ist es weg. Dann wird man sehen, lassen wir uns was Neues einfallen oder auch nicht. Hören auf Musik zu machen und drehen Kinofilme oder sowas. Aber jetzt zunächst mal wird das so bleiben, ja. Euer Album heißt ja nun auch Voodoo-Zirkus und du siehst ja manchmal auch so ein bisschen aus wie so ein Voodoo-Priester. Gibt es da irgendwelche, irgendwelche Verbindungen zum Okkulten, oder ist das auch eher zufällig? Nee, okkult gar nicht. Also so das Magische irgendwie, was auch ja Musik oder Kunst im Allgemeinen ein bisschen ausmachen soll. Also ein bisschen Mystik, ein bisschen Legende und so weiter. Dieses Drumherum, das spielt natürlich schon eine Rolle. Und deswegen Voodoo-Zirkus passt einfach zu uns, passt zum Album und behält halt irgendwie diesen Überraschungscharakter, dieses etwas Besondere irgendwie, womit man am Anfang nicht ganz genau weiß, was man damit anfangen soll vielleicht. Aber okkult jetzt auf keinen Fall, also wir wollen nicht makaber wirken oder sowas. Gut, das ist schwer mit seiner Fresse natürlich, aber also so gut es geht, versuchen wir irgendwie das als Show zu gestalten. Wenn man in den Zirkus geht, dann will man auch gut unterhalten werden einfach. Das soll auch nicht makaber sein, sondern allenfalls vielleicht, also einfach unterhaltsam. Das soll die größtmögliche Entertainment für den Hörer, Zuschauer, wie auch immer sein. Und darum geht es uns, und deswegen Voodoo-Zirkus und im Grunde genommen die Aufmachung, wie du das so schön genannt hast, dann passt dazu. Aber viele Kinder und kleine Mädchen haben bestimmt auch Angst vor euch, oder? Ja, für die machen wir nicht in erster Linie Musik. Aber die sind natürlich auch herzlich eingeladen, unser Album zu kaufen. Was übrigens ja nur über iTunes und den Selfmade-Shop erhältlich ist, will ich an der Stelle mal gerade vorweggreifen, ohne dir dein Konzept durcheinander bringen zu wollen. Aber ich bin ganz spontan, ist alles ja gut. Und worauf ich hinaus wollte, war, dass das nicht schlimm ist. Ihr könnt also gerne über den Selfmade-Shop bestellen und über iTunes und so. Wir mussten nur irgendwie jetzt natürlich, es ist das erste Album und so, und wir steigen langsam ein sozusagen. Mal schauen, wie es läuft, und dann sehen wir weiter. Also was aber auch bedeutet, was du vorher gesagt hast, dass das Album nicht chartrelevant dadurch ist. Ja, richtig. Wir können mit dem Album, egal was passiert, nicht charten. Wir können 1 Million Platten verkaufen und wir werden nicht charten. Wir werden natürlich auch nach außen dann transportieren, dass wir 1 Million Alben verkauft haben.
weil es ist ja komplett intern, es kann eh keiner was sagen. Also ihr könnt trotzdem natürlich noch 2, 3 mehr bestellen, schadet nicht. Aber ja, wir werden mit dem Ding auf keinen Fall charten. Höchstens vielleicht irgendwie in die Herzen charten. Das werden wir dann sehen. Du hast selber schon euer erstes kleineres Release sozusagen angesprochen, das Download-Album sozusagen, was es gab im Oktober 2010. Seitdem seid ihr ja relativ steil jetzt so nach oben geschossen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass die Leute extrem über euch sprechen. Ihr habt so ein bisschen auch fast schon Vorschusslorbeeren kassiert. Hat es auch was damit zu tun, dass ihr eben euch so präsentiert, wie ihr euch präsentiert? Oder woran liegt es, dass die Leute auch sehr begeistert und fasziniert sind? Das liegt bestimmt auch an der Präsentation. Das liegt immer an der Präsentation. Man freut sich über das Geschenk und der Weihnachtsbaum, das in Zeitungspapier eingepackt ist. Weniger als über das, was irgendwie schön aufgemacht ist. Aber natürlich hat das mit der Aufmachung zu tun, aber wenn die Musik scheiße wäre, dann wird die Aufmachung auch nichts bringen. Also wir können jetzt nicht anfangen, Schlager-Rap zu machen oder so einen Scheiß und dann hoffen, dass nur wegen ein bisschen Schminke in der Fresse irgendwie alles gut wird und die Leute uns gut finden. Ich denke, dass das schon an der Musik liegt. Natürlich immer am Gesamtpaket, aber im Vordergrund steht die Musik, steht die Unterhaltung und wir freuen uns natürlich. Das hat gut funktioniert für uns, es läuft gut. Und natürlich trägt auch Selfmade wesentlich dazu bei, ganz klar. Die Öffentlichkeit, die wir durch die bekommen haben, ist natürlich einfach unfassbar. Und klar, aber ich meine, auch Selfmade, wenn die jetzt irgendwie Scheiße signen, dann bringt das auch nichts. Also im Endeffekt ist das schon, sag ich mal, sind das unsere Tracks gewesen, unsere Musik, die wir gemacht haben. Und die Leute freuen sich halt auf was Neues, sie kriegen jetzt was Neues endlich. Und wir haben lang dran gearbeitet, damit es gut wird, damit es allen gefällt. Und ich denke, kommt auch gut an. Ich denke schon, dass die Leute zufrieden sein werden. Ich hab AIDS und bin Analphabet. Ich bin nicht mal Mensch, ich bin von einem anderen Planet. Osama lebt, wir hängen manchmal rum und zocken crazy. Die meiste Zeit bastelt der Papierflieger crazy. Ich schwör bei meiner Mutter, jedes Wort ist wahr. Ich mache jede meiner Groupies zum Pornostar. Ich war mal Doktor, bis ungefähr so vor einem Jahr. Ich hab die Taschen voller Geld und kann Porsche fahren. Ich schwör bei meiner Mutter, jedes Wort ist wahr. Ich mache jede meiner Groupies zum Pornostar. Ich war mal Doktor, bis ungefähr so vor einem Jahr. Ich hab die Taschen voller Geld und kann Porsche fahren. Ich hab aufgehört zu kiffen, mein Schwanz ist beschnitten. Ich schnuckel immer noch bei meiner Mom an den Tisch. Selfmade, ganz wichtiges Thema natürlich, auch ein riesiger Schritt für euch. Vielleicht, jetzt haben wir schon eure romantische Kennenlerngeschichte erfahren. Wie war denn die Kennenlerngeschichte mit Selfmade? Sind die auf euch zugekommen oder habt ihr euch im klassischen Sinne mit einem Demo beworben und gesagt, wir wollen jetzt Teil der Gang sein? Nee, das haben wir bewusst nicht gemacht, uns irgendwie bei irgendeinem Label bewerben oder so, sondern wir haben einfach, wir wollten am Anfang einfach alles alleine machen, haben auch alles alleine gemacht. Wir haben immer, also die Videos zum Beispiel auch alleine produziert und so weiter und die Musik halt eben natürlich selbst gemacht und so weiter und uns selber um alles gekümmert. Und dann war es so, dass wir nach Inkubation Genie und Wahnsinn als zweites Video irgendwie released hatten. Und darauf waren die Reaktionen ganz gut. Und irgendwie ist Favorite da drauf gekommen wohl und hat uns im Interview erwähnt, obwohl er nicht auf uns angesprochen wurde oder so, was übrigens feiner Zug war. Und ja, dann ging es irgendwie hin und her. Feature, wir wollten irgendwie gerade nach einem Feature fragen. Dann kam auch schon von Faith die Anfrage irgendwie und das lässt sich im Nachhinein gar nicht mehr so richtig rekonstruieren, aber wir sind dann jedenfalls nach Düsseldorf gefahren und haben unser Album mitgebracht und ja, wir waren essen, haben 5 Tracks vorgespielt und dann war das Ding eigentlich ganz schnell klar, also irgendwie, ich weiß nicht wie lange, 2 Stunden waren wir vielleicht da und dann, ja, war super, hat geklappt. Das heißt, ihr habt auch nicht irgendwie daran gezweifelt, dass es euch jetzt so ein bisschen eure ja, eigene Einflussnahme vielleicht auch wegnehmen könnte, wenn ihr euch jetzt einem Label anschließt? Ihr wart sofort Feuer und Flamme. Ja, wir hatten Angst, aber das hat sich dann relativ schnell herausgestellt, sonst wären wir vielleicht auch, ja, hätten wir uns das nochmal überlegt oder so, aber wir sind auf jeden Fall gerne bei Selfmade und vor allem der Hauptgrund mit ist, dass sie uns einfach künstlerisch alle Freiheit lassen. Also wir haben das Album so abgegeben, sage ich mal, wie wir es vorher auch geplant hatten, als es noch Samsara hieß und ja, die quatschen uns, was das Künstlerische angeht, nicht rein. Natürlich gibt es Sachen zu organisieren und so, die man abzusprechen hat, wenn man unterschreibt, das ist klar, aber wir können weiterhin komplett machen, was wir wollen und das ist das, was für beide Seiten auch das Beste ist. Die kümmern sich um alles andere Notwendige und machen ihren Job sehr, sehr gut und wir machen unseren Job sehr, sehr gut und deswegen funktioniert das gut. Also die lassen uns schon alle Freiheiten und nehmen da künstlerisch insofern keinen Einfluss, als dass wir wirklich sagen können, wir haben uns nicht verändert, was das angeht.
Wie seid ihr denn jetzt mit Leuten wie, also euren Labelkollegen wie Favorite oder Kollega gestellt? Also ist es jetzt einfach nur so ein Verhältnis, wir sind auf einem Label oder geht das auch darüber hinaus? Also wir hatten noch gar keine Gelegenheit, weil wir uns jetzt komplett um uns selber kümmern mussten, sozusagen fürs Album und so viel Arbeit, die Videodrehs und so weiter, hatten ehrlich gesagt noch gar keine Zeit, die Jungs persönlich zu treffen. Und das wird aber auf jeden Fall nachgeholt natürlich und ich freue mich drauf, die kennenzulernen und sind beide super sympathisch und so. Mit Faith habe ich ein bisschen telefoniert oder waren wir ein bisschen in Kontakt für das Feature halt und so. Und ja, also wir sind natürlich loyal, das gehört dazu. Wir sind Labelkollegen, aber das wird mit Sicherheit auch noch bei der einen oder anderen Gelegenheit die Möglichkeit geben, das weiterzuentwickeln oder so mal gucken. Man muss nichts erzwingen, aber ich meine, das wird schon passieren. Wir machen alle Musik, wir sind alle bei Selfmade und das wird schon zusammenwachsen. Wie war das denn bei dir zu dem Zeitpunkt, als ihr dann den Vertrag quasi bei Selfmade unterschrieben habt? Hattest du irgendeinen anderen Beruf, irgendwas Festes, was du aufgeben musstest jetzt für die Musikkarriere? Oder war das eh das, worauf du immer hingearbeitet hast? Ja, also wenn man überhaupt Musik macht und versucht, damit erfolgreich zu sein, dann muss man sein Privatleben weitestgehend aufgeben. Weil wenn man das auf einem professionellen Niveau machen will, dann muss man arbeiten. Also vielleicht für alle, die versuchen, sowas Ähnliches irgendwie erfolgreich zu sein oder sowas. 50% ist mit Sicherheit natürlich die Musik und alles, aber mindestens 50% sind einfach Arbeit, Gas geben und irgendwie hinten dran sein, pünktlich sein, die Sachen ordentlich machen und so weiter. Das ist die halbe Miete auf jeden Fall. Dann kann man auch sogar mit einem schlechten Produkt was machen. Und das heißt, also so direkt nichts. Also wie gesagt, Privatleben, wir studieren beide. Nebenbei, das leidet jetzt natürlich im Moment irgendwie ein bisschen, aber... Was studiert ihr? Jura und Philosophie. So wie der Kollege auch. Ja, genau. Insofern verbindet uns was. Vielleicht lernen wir ja mal zusammen oder so, wenn es aufs Examen zugeht. Aber ich glaube, ich switche noch und mache Medizin danach. Ich habe keinen Bock mehr auf Jura. Okay. Schauen wir mal. Was würdest du dann für ein Mediziner werden wollen? Ja, Psychiatrie wäre geil natürlich. Das ist am interessantesten. Alles, was mit dem Gehirn zu tun hat. Mal sehen, ich glaube, für Chirurg zittern mir die Finger zu viel. Ja, dann sind wir gespannt, was da noch kommt. Ja, so zu den Resonanzen auf euch. Es ist ja bis jetzt eigentlich alles sehr, sehr positiv aufgefallen. Das Einzige, was ich so an Kritikpunkten aufgeschnappt habe, war eben so ein bisschen eine Ähnlichkeit zu eurem Labelkollegen Favorite. Dass manche Leute gesagt haben, das klingt so ein bisschen ähnlich und ist von der Aufmachung vielleicht ein bisschen ähnlich. Seht ihr das selber so, dass da eine Vergleichbarkeit vorherrscht oder ist das an den Haaren herbeigezogen? Nö, an den Haaren herbeigezogen ist es nicht, weil wir machen ja auch relativ, sag ich mal, wir nehmen uns selber irgendwie künstlerische Freiheit raus, soweit wir können, und lassen auch den Fans dann die Freiheit irgendwie, sich da auszusuchen, ein bisschen das zu interpretieren und so. Also wir fordern schon ein bisschen sozusagen dann mitzudenken irgendwie bei unseren Sachen und so, das Augenzwinkern, wenn es angelegt ist, dann auch zu sehen und rauszuhören, zu interpretieren, mitzunehmen irgendwie. Und dann sind natürlich solche Tracks wie Genie und Wahnsinn oder so, das mag so rezipiert werden irgendwie, dass das so in diese Richtung ist, aber ich denke, das Album vor allem wird zeigen, dass wir eigenständig sind, sage ich mal, wirklich eigenständig genug, individuell genug, genetisch erkennbar, differenzierbar genug, um nicht irgendwie jetzt in eine Schublade gesteckt zu werden. Und ich denke schon, dass wir uns also im Endeffekt doch stark von Faith unterscheiden. Natürlich gibt es Facetten an uns, die vergleichbar sind, aber es gibt Facetten an uns, die auch, es wird ja auch viel darüber gesprochen, dass meine Stimme, dass ich K1s Stimme habe. Der rappt in Wirklichkeit auch die Tracks alle ein für mich, muss ich an der Stelle einmal dazu sagen. Dankeschön, Kay. Und Sido schreibt die Songs. Und Sido schreibt die Songs, richtig. Und Sick produziert auch natürlich nicht selbst, sondern das macht Bushido. Dann Bushido oder Raff. Raff. Ja, genau. Hey. Ist kein Diss. Wir freuen uns auf das Raff-Album, der release am gleichen Tag wie wir. Ehrlich jetzt, das ist natürlich ein Landsfan von mir. Schöne Grüße. Ich wünsche ihm viel Glück fürs Album. Wirklich ernst gemeint. Das ist da... Genauso, das geht halt manchmal ein bisschen durch. Genauso wie DCVDNS, der released ja jetzt auch am gleichen Tag wie ihr. Ja, genau, der Mongo. Was gibt's denn da für Probleme mit dem Polunder-Hustler? Ja, ey, der Brooklyn ist unser Revier und der versucht da zu wildern und das geht natürlich überhaupt nicht. Und wir haben nachher auch noch eine kleine Trophäe für dich. Wir haben den irgendwie unterwegs getroffen und ihn in eine dunkle Ecke gezerrt und war hart. Also... Wird sich zeigen, was da irgendwie noch zurückkommt. So, vielleicht sind wir die ersten Rapper in Deutschland, die draufgehen beim Beef. Mal sehen. Ist ja auch ein gefährlicher Kandidat. Ist unterschätzt. Die Leute wissen noch gar nicht, was... Ah ja, dankeschön, hier. Das ist übrigens die Trophy. Das ist der Polunder von DCVDNS. Ja, der echte. Du siehst auch diese... Der war mal weiß. Das ist Blut getränkt, natürlich.
Das hat tatsächlich DCVDNS übrigens auch mit dem Genetik-T-Shirt gemacht. Der hat da reingeschneuzt. Ja, der sagt doch, ein Wichser ist er. Aber jetzt ist er nicht mehr da, oder was? Pack das mal weg. Ich hab keine Ahnung. Ich kümmere mich irgendwie nicht darum. Wenn er hier jetzt irgendwo wäre, natürlich müssten wir irgendwie die so unsere Jungs rufen. Aber ich glaube, er traut sich jetzt hier auch nicht her. Der Hase ist dabei und so. Habt ihr denn den schon mal in Saarbrücken so kennengelernt? Oder gab es da auch schon mal irgendwie Streetfights oder so? Ja, wir haben einmal Poker gespielt zusammen. Und das war dann eigentlich auch ausschlaggebend irgendwie für den Stress, den wir dann gekriegt haben. Weil, das hat man ja auch in König der Lügner gesehen. Ja, genau. Er behauptet da, er erzählt irgendwelche Geschichten, aber muss ihn selbst fragen vielleicht. Also perfekt, vor dem Album gibt es jetzt auch noch Beef für euch alle. Ja. Das war so abgemacht, dass wir Beef kriegen. Und wir halten uns an unsere Abmachung und so jetzt. Ich geb ihm Deep Drop, viel Dope, viel Coke mit Filipinos. Triaden in Kimonos mit viel Risiko. Chikungo, Bruce Lee, B-Water. Libanon, Westbank, Kalashnikova. Ich soll nicht rappen, weil ich intelligent bin. Sag, wie weit seid ihr mit dem Bau meines Tempels? Alle Hände sehen, ich will alle Hände sehen. Der Puls steigt und pumpt Adrenalin, bleibt nicht stehen. Es geht viel weiter hoch, das Ziel liegt bloß aufwärts, geben den Strom. Alle Hände sehen, ich will alle Hände sehen. Der Puls steigt und pumpt Adrenalin, bleibt nicht stehen. Es geht viel weiter hoch, das Ziel liegt bloß aufwärts, geben den Strom. Nach der Veröffentlichung des Songs Puls von euch haben ja, glaube ich, viele Leute so ein bisschen gedacht, dass es sehr doll in die Gangster-Rap-Schiene geht. Vielleicht könnt ihr mal sagen, wie das auf dem Album wird. Ist es da auch eher in die Richtung oder kommen da noch andere Aspekte dazu? Also es ist auf keinen Fall irgendwie nur Gangster-Rap-lastig oder so, aber wenn Sick so ein Beat baut, dann muss ich dann irgendwie sowas da drauf machen und so. Und das gehört auch bei uns dazu. Und so was dieses Gangster-Rap-Ding allgemein angeht, muss man mal ein Problem aufklären, was sich im Deutschrap in den letzten Jahren irgendwie so entwickelt hat, sowohl bei den Fans als auch bei den Rappern selbst und überhaupt in der Hip-Hop-Öffentlichkeit sozusagen. Das Problem ist nicht, dass irgendwie zu viele Rapper einen auf Gangster machen, sondern das Problem ist eigentlich, dass zu viele Gangster einen auf Rapper machen. Das heißt, es geht nicht irgendwie darum, jetzt den krassesten, härtesten Sound einfach nur zu machen, weil du cool bist, wenn du Gangster bist und so. Wenn du Gangster bist, dann ist okay, dann mach deine Gangster-Sachen, ist auch cool, Alter, ist kein Thema. Jeder muss von irgendwas leben, aber irgendwie den Leuten dann irgendwie immer vorzuwerfen, real, nicht real und so weiter. Das können die sich aussuchen und wenn der Track irgendwie, am Ende geht es um die Musik, es geht darum, dass wir gute Musik machen und man muss irgendwie nicht nur ins Mic schreien und irgendeine Scheiße rappen, um coole Musik zu machen. Und das Problem ist, dass einfach in diesem Bereich muss wirklich ein fundamentaler Paradigmenwechsel stattfinden, was die Rezeption von Gangster-Rap irgendwie in Deutschland angeht, weil das in der Rezeption doch einfach falsch läuft irgendwie. Was für ein Satz. Ja, für die jüngeren Zuschauer, die kleinen Mädchen, das Weltanschauung, zumindest eine der möglichen Ausdrucksformen, Übersetzungen. Jetzt bin ich fast sprachlos hier vor so viel philosophischen... Das war auch das Ziel natürlich. Also ich dank dir auch im Nachhinein für die Frage. Aber was du natürlich jetzt vor lauter Paradigmenwechsel hast du jetzt aber vergessen, mir noch zu erzählen, so ein bisschen was von Voodoo-Zirkus. Ja. So einfach nur einen kleinen Eindruck vermitteln, auch wenn es natürlich schwer ist, ein eigenes Album zu zerreden, aber so ein paar Schlagworte, die man dafür finden kann. Ja. Ich habe es ja schon gehört, aber die anderen nicht. Also das Album ist dope. Das ist vielleicht der wichtigste Begriff. Wir versuchen wir machen nicht Rap, wir machen Rap. Ja, das ist... Darum geht's bei uns. Wir machen Rap. Ja, nicht irgendwie so Hip-Hop und so langsam Doppelreim, Standardschemata irgendwie, sondern wir machen Rap und dazu gehören halt solche Tracks wie König der Lügner, Puls, Genie und Wahnsinn. Also wir versuchen irgendwie, wir sind facettenreich, sag ich mal, ohne irgendwie Charakter zu verlieren dabei oder an Individualität einzubüßen und können irgendwie viele Leute bedienen, ohne dass jetzt man das Gefühl hat, wir schwenken jeden Tag eine andere Fahne oder so. Und es wird bunt, wie ein Zirkusbesuch. Es wird bunt. Es gibt eine Clown-Nummer, es gibt wilde Tiere, Elefanten und Hasen. Hasen. Man weiß nie, womit man bei uns zu rechnen hat. Dein Hase fässt mich übrigens gerade an. Ja, lass das mal lieber jetzt, komm, bevor die uns anzeigt hier wegen. Jetzt mach mal einen Abgang, Alter. Ja. Ich kenn keinen Sonntag. Ihr könnt weiter kiloweise Anabol pumpen. Die Muskeln wachsen, aber eure Flows schrumpfen.
Für mich seid ihr nicht mal richtige Gegner. Euch mit mir zu vergleichen, schafft nicht mal Kollege. Die Spiele beginnen, auch wenn's widerlich klingt. Ich werd wieder und wieder und wieder gewinnen. Was für den Rest heißt, Daumen runter, Kopf ab, finito, capito. Ein Rapper, dem ihr, glaube ich, ein bisschen positiver gestimmt seid, ist der Sido. Auch wenn er, glaube ich, ebenfalls dachte, dass Genetik nur ein Mann ist oder ein Typ. Aber er hat ja getwittert, dass er König der Lügner auf jeden Fall sehr geil findet und sich angeboten, direkt auf dem nächsten Album zu sein. Wie schön ist denn das, wenn man merkt, dass so große Rapper sich da irgendwie anscheinend mitfreuen? Ja, freut uns natürlich auf jeden Fall. Und wenn er Bock hat, diesen Track zu machen, machen wir das auf jeden Fall. Das wird auch ein Bombending werden. Man muss natürlich also damit rechnen, dass er auch gelogen hat in der Situation. Aber das ist in Ordnung. Ich meine, als König der Lügner muss man damit umgehen können, wenn auch ein anderer irgendwie ein bisschen flunkert. Und das ist schon okay. Aber wir freuen uns natürlich darüber und so weiter. Der hat auch unsere musikalische Bildung sozusagen einfach ausgemacht und mitgeprägt natürlich, ganz klar. Also als wir so voll pubertär rumgeturnt sind und irgendwie Aschfix-Song und so Sachen entdeckt haben, das war natürlich die coolste Zeit überhaupt und so. Und ja, ist geil auf jeden Fall. Natürlich freuen wir uns und schöne Grüße. Und fürs nächste Album, wir sind am Start, sofort. Während wir hier immer noch tapfer durchhalten, hat mir Justin Bieber gerade Zeichen gegeben. Ich glaube, also unser Kameramann, ich glaube, der erfriert gerade. Ja. Deswegen müssen wir jetzt hier aufhören. Ihr werdet hier nämlich auch heute noch ein tolles Video drehen. Yep. Und ich würde einfach sagen, euch bzw. dir gehören die letzten Worte an die 16 Bars-Zuschauer. Yo, das sind meine letzten Worte. Hoffentlich nicht für immer. Das war ein sehr kaltes Interview, aber sehr schön mit Vis-a-vis. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ihr könnt euch noch auf eine Single freuen. Und ja, Voodoo-Zirkus, 24.02. im Selfmade-Shop und auf iTunes. Und das war's. Ciao, ciao.